Der trägt also einen Fatman. Gut zu wissen. Staubsauger gibt es nicht ohne Grund, weißt du? Ach, ist doch okay, MacReady. Wenn wir gleich mal da ein Autosave machen. Komm. Nimm jetzt wieder ein longer, longer Wisch. Schon mal wieder vollladen. Also der Boomer macht Boom. So viel wissen wir schon mal. Was, wenn ich nicht treffe hier? Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Ich hasse diese Blutkäfer. Die haben so einen schmalen Körper und sind auch noch so scheiße schnell. Die trifft man kaum. Das ist richtig nervig. Von der Brücke aus war eigentlich keine schlechte Idee. Okay. Sah gerade so aus, als wäre eine Hülle mit drin, aber leider nein. Der Typ trägt einen Fatman, also haben wir ein richtiges Problem. Sind jetzt aber näher dran. Vorher mal schnell speichern. Wer? Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Hier drüben! Wo ist der kleine Wichser? Alter! Wie soll ich denn da durchkommen, wenn der einen Fatman hat? Boomer muss ich als erstes wegkriegen. Sag mir, was du drauf hast. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Findet sie und tötet sie. Spürst du das? Das nennt man Angst. Ich merke davon nicht viel. Komm, aus der Distanz setzt du den Raketenwerfer ein. Das ist doch schon nicht mehr fair. Was mache ich denn da? War's das mit deiner Munition oder was ist jetzt los? Pff. Nicht mehr in diesem Jahr. Bloß so hat es nur die 2. Hoppala. Hatte gerade die perfekte Aussicht auf dich. Das ist der falsche Tag, mir bleibt.
denn hier noch einer? Da ist hier noch ein Geschütz. Wenn du nicht auf allen Vieren durch das Commonwealth kriechen willst, solltest du ein paar Sachen wegwerfen. Wir gucken jetzt erstmal. Psst. Und? Sehen wir uns mal an, was du so hast. Oh Mann, ey. So. Den Fatman kannst du erstmal kriegen. Dann meinen diversen Schrott. Kannst du noch schön benutzen. Waffen, die Impro-Pistolen. Die Minigun. Siehst du? Schon haben wir wieder ein bisschen Platz. Warte mal, cool. Nett. Unglaublich überwältigende Geschichte. Du hast eine Ausgabe von. Du verursachst. Nachts 5% mehr Schaden. Ist doch mal schön. Ich habe den Punkt gesichert. Ja, schön. Aber ich finde, das reicht auch erstmal. Ja. Gut, wir haben jetzt hier eine Farm. Und ja. Meine Maus macht gerade nicht das. Okay. Wo haben wir denn hier den Generator da? Rekrutierungsleitstrahl. Der war. Rekrutierung. Oh, da ist er doch. So, dann einmal mit Strom versorgen. Nein. So, raus hier. Abgeschlossen. Sprich mit. Das ist doch schon mal. Auf jeden Fall was Kleines, Hübsches. Ich schätze mal, ich werde das auch so lassen. Gucken, wie groß das Gebiet ist und dann. Hier höchstens ein paar Geschütze neu hinstellen. So, was haben wir denn noch in der Nähe? Sprich mit Preston. Ach, weißt du, was? Das mach ich später. Mach ich in der Baufolge. Mal sagen, dann töten wir erstmal ein paar Ghule. Machen wir halt Schnellreise zu der Farm. Sollen ja auch recht sein. Dann ist das halt so. Dann machen wir das erst so und nicht anders. Und hoffentlich werden dann auch alle glücklich und zufrieden. Und ja, ich habe mir gerade kurz was eingegossen. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen dahin. Wir sollen ja schließlich Ghule töten. Notsignal empfangen. Und so weit ist das wieder. Ach, der fängt schon wieder an, hier rumzuwerfen. Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. Ja.
Ich wüsste, wo die sind, dann nicht. Ja, okay. Wäre schön. Bist du denn des Wahnsinns, jetzt hier mit dem Fatman rumzuschießen, oder was? Ach, echt? Notsignal verloren. 5%. Also vielleicht in die Richtung für das Notsignal. Signal 6%. Das war jetzt gerade echt ein schlechter Witz. Wo kommt denn bitte schön das Notsignal dann her? Hierher oder was? 4. So, was sagt er? Er ist doch echt verarsche hier. Gut, dann soll mich das Notsignal doch mal am allerwertesten. Gehen wir jetzt hier rein und fertig. Ja, wir sollten schleunigst weg von hier. Jetzt gleich wäre perfekt. Stell dich nicht so an. Von hier drin kommt... doch nicht in... Fuck, fuck, fuck. Ich hätte schwören können. Hatten die was Brauchbares dabei? Nö.
Entschuldigung, das war mir wert. Ja. Erstmal nachladen. McCree konnte ja nichts mehr tragen. Dann müssen wir einmal gucken jetzt. Inventar. Bürste weg. So, jetzt können wir nur leider nichts mehr tragen. So, nix. Geschafft. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Dann nun räumen wir hier mal auf. Der Ghoul ist tot. Ja. Du stehst ja immer noch. Kronkorken nehme ich natürlich mit. Jetzt kommen sie aber alle, wa? Letzte Fehler deines Lebens. Ja, nur gut, dass ich immer auf die Fresse krieg. Guck mal einer an. Irgendwie treffe ich hier gerade nicht. Ich hatte den Revolver irgendwie brauchbarer in Erinnerung. Halt endlich die Klappe. Hoppala, falsche Waffe. Immer noch falsche Waffe. Auch falsche Waffe, aber egal jetzt. Vielleicht auch nicht ganz so egal. Falsch. So, richtig. Hattest du irgendwas dabei? Kronkorken, Fusionszellen. Kronkorken, Plasma. Ach, das war doch fast wert.
Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Weil dir nicht immer alles Spaß macht. Ja, ich würde ja gerne, aber... Der Platz ist gerade richtig knapp. Und ich werde mir jetzt erstmal ein... Redix reinschmeißen. Da. Nee, right away. Ich hoffe, eins reicht. Ja, nicht ganz. Gut, dann wollen wir mal hier rausgehen jetzt. Wollen wir mal eben das Terminal öffnen, ja. Und Tür öffnen. Ich drücke mal einmal zu viel. Was ist eigentlich hier mit dieser Bunkeranlage? Den Sperrenmeister. Cool. Hier waren wir auch definitiv noch nicht drin, ne? Das war uns hier erledigt. Hier drin muss es doch etwas geben, was ein paar Kronkorken wert ist. Eröffne das Feuer! Sternzeit. Noch immer nicht genug? Doch, ich glaube, hier waren wir auch schon mal drin. Geschafft. Mal guck mal, was da Schönes steht. Möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Das wär's. So, lass mich mal vorbei. Was ist dieser doofe Ghoul? Da hinten. Ich hab noch nicht gemerkt, dass die Tür offen ist. Aber jetzt. Aber nur, weil wir so eine gute Waffe mittlerweile bei uns tragen. Hoho! Eine X01. Wir haben eine X01 gefunden. Das finde ich mal... nice. Schade ist nur, dass da noch ein Kopf fehlt und ein Bein. Aber das sieht ja schon mal nicht schlecht aus, ne? Also von daher, ja, ich möchte wieder zurück. Dankeschön. Nehmen wir mal hier aus der Werkstatt nochmal alles mit. Eine X01, ich glaube es nicht.
ist ja echt Wunderbärchen. Da hat sich das ja nochmal richtig gelohnt, hier reinzugehen. Was? Ich trage eine Powerrüstung ab. Da war ich mal wieder zu gierig, wa? was tragen wir denn zum Mars? 7 Waffen. Garantiert wieder ein paar. Weg damit. Damit. So. Unseres haben wir aber nicht weggeschmissen, ne? Nein. Gut, dann will ich direkt mal zurück und die schöne Rüstung zurück weglegen. Falsche Waffe. Alter. Jetzt habe ich endlich eine richtig schöne fette Powerrüstung und jetzt kommst du, oder was? Naja, wir können es wenigstens mit dir aufnehmen, also von daher. Ich hänge wieder fest. Gut. Ah, wo kommt der denn jetzt her? Muss ja irgendwo von hier gekommen sein. Sieht mir so ein bisschen nach dem Übungsgelände aus. Na ja, egal. Gut, dann wollen wir die Rüstung erstmal ablegen. Wobei wir können auch eben... Ist ja nicht weit von hier. Gehen wir eben schnell noch zu dem... Zu der Form. Dürfte ja hinten schon sein. Schon wieder ein Notsignal gefunden. Komplett verformt. Das hier ebenfalls. Was ist hier passiert? So. Schlachtfeld-Holoband.
Straße in einen Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzahl. Klare Meldung. Herr ist runter auf 5%. Wir müssen die Rüstungen zerstören. Wir dürfen nicht zulassen, dass... Selbstzerstörung aktivieren. Ferris zurückfallen lassen. Wir gehen zur alten Militärbasis und versuchen dann, es zu unserem Unterschlupf zu schaffen. Der Code ist unsere Kennung. Okay, Bewegung, Bewegung, Bewegung! Das hörte sich nicht so gut an. Scheint mir so, als hätten sie es nicht mehr geschafft. Zur Farm eben und dann mit Schnellreise wieder retour. Was ist das denn? Sein sollte. Superkleber. Das ist super duper Kleber. Der klebt alles zusammen. Na guck mal, da haben wir das Raider-Problem hier gelöst. Wir haben gerade erst angenommen. Ach, Quest. Kurz angenommen und schon ein paar Parts später. Konntest du diese Ghule erledigen? Ja. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Ja, ich Kumpel, weiß. Wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Wunderbar. So, sprich mit Preston. Das können wir eventuell gerne machen. Ich möchte jetzt erstmal die Powerrüstung ablegen und eine kurze Aufnahmepause machen. Hab jetzt wieder eine Stunde aufgenommen. Das muss ja auch alles noch bearbeitet werden, ne? So, gut. Werde ich die... Ach, weißt du was? Die stelle ich jetzt erstmal hier hinten in der Ecke. Denn davon haben wir leider noch nicht so viele. Gut. Ich habe gesagt, wir haben noch gar keine von denen. Und es fehlt immer noch ein Helm und ein Kopf. Ach, ein Helm und ein Bein. Boah. Wo ist eigentlich unser Kollege hier? Ah. Hey. Brauchst du was? Ja klar, lass uns handeln. Gib mir mal kurz die ganzen Klamotten hier. Und dann werde ich auch den Part beenden. Nachdem ich alles kurz einmal reingeschmissen habe. So, gut, gut. Transfer. Erstmal gesamten Schrott. Waffen, Fatman, Impro-Pistolen, zack, 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 Minigun, Molotow, Granaten. So, alles weg erstmal. Das automatische Maschinengewehr habe ich jetzt auch weggelegt. Ausschlecken. Ach, das wollte ich doch gar nicht. So, ja. Nee, Kleidung. Militäruniform, Raider Powerhelm. Möchte ich mal gucken, ob ich den jemanden geben kann. Aber alles in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich schon mal im Voraus fürs Gucken. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ciao.